Said ibn Amir ist ein Mann, der das Leben nach dem Tod im Austausch für diese Welt gekauft hat und Allah und seinem Gesandten allem anderen vorgezogen hat. So sagen es die Historiker. Der junge Mann Said ibn Amir al-Jumahi war einer von Tausenden von Menschen, die auf Einladung der Führer der Quraysh in die Gegend von At-Tan'im am Stadtrand von Mekka gingen, um Zeuge der Ermordung von Khubayb ibn Adi, einem von Muhammads Gefährten sallallahu alaihi wasallam, nachdem sie ihn heimtückisch erwischt hatten. Seine prächtige Jugend ermöglichte es ihm, das Volk auf die Schultern zu drängen. Also er konnte nach vorne gehen, sogar neben den Ältesten der Quraysh, wie Abu Sufyan ibn Harb, Safwan ibn Umayyah und anderen, die die Prozession anführten. Dies erlaubte ihm, einen mit Ketten gefesselten Gefangenen der Quraysh zu sehen, den die Hände von Frauen, Kindern und jungen Männern ihn an den Ort seines Todes drängten, um sich an Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Person zu rächen und für die Leute, die in Badr gefallen sind, Vergeltung zu üben, indem sie ihn töten. Und als diese gewaltige Menge mit ihren Gefangenen an dem Ort ankam, der vorbereitet war, um ihn zu töten, stand der junge Mann Said ibn Amir al-Jumahi mit seiner ausgestreckten Statue, also er war lang, mit dem Blick auf Khubayb, als er sich der hölzernen Bühne nähert und hört seine ruhige und sanfte Stimme durch die Geschreie von Frauen und Kindern, die sagt: Wenn ihr erlaubt, dass ich zwei Rek'a bete, bevor ich sterbe, so gewährt es mir. Said schaute zu ihm, während er sich zur Kaaba richtete und seine zwei Rek'a betete. Wie sehr sie so schön waren und vollkommen, diese beiden Rak'a. Nach dem Gebet sprach er zu den Führern von Quraysh und sagte: Bei Allah, wenn ihr nicht dachtet, dass ich das Gebet aus Angst vor dem Tod verlängert habe, so hätte ich mehr gebetet. Dann bezeugten seine Leute, wie er Stück für Stück lebendig seine Körperteile verlor. Also schnitten sie seinen Körper Stück für Stück ab und sagten zu ihm: Möchtest du, dass Muhammad an deiner Stelle ist, während du ein Überlebender wärest? Er sagte, während er blutete: Bei Allah, ich will nicht unter meiner Familie und meinen Kindern in Sicherheit sein und Muhammad wird mit einer Nadel gepickt. So zeigten die Menschen, dass sein Urteil vollstreckt werden soll und riefen: Tötet ihn. Daraufhin schaute Khubayb in den Himmel und sagte: O Allah, räche dich von jedem Einzelnen und lasse keinen von ihnen entkommen. Dann atmete er seinen letzten Atemzug und niemand konnte die ganzen Schwertschläge und Speerstiche zählen.